Hallo, ich bin der Matze von Jalousie Scout. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man den Rollladenbehang, den man hier im Bild sieht, ausbaut und wie man ihn anschließend auch wieder einbaut. Sobald wir hier den Revisionsdeckel entfernt haben, zeige ich Ihnen, wie man den Rollladenbehang ausbaut, wenn er ganz unten ist oder wenn er aufgewickelt ist bei einem Motorbetrieb. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Als zweites zeige ich Ihnen, wie, wenn dieser Behang ausgebaut ist, man ihn für den Einbau vorbereitet und natürlich dann, wie man diesen Rollladenbehang auch wieder richtig einbaut. Als erstes zeige ich Ihnen, wie man diesen Rollladenpanzer ausbaut, wenn der komplett heruntergefahren ist. Und da gibt es eigentlich wenig Sachen, auf die man achten muss. Das Einzige bei unseren Rollladenbehängen, bei der Endleiste, die dran ist, ich habe hier ein kleines Muster, da haben wir hier so drehbare Endleistengleiter. Und die sind im Regelfall so rumgedreht, dass sie waagerecht stehen und sorgen dafür, dass es ein Anschlagstopper ist. Also, dass diese Endleiste nicht aus dem Rollladen heraus, aus dem Kasten herausgezogen werden kann. Da muss man dann versuchen, mit so einem flachen Schraubenzieher in der Führungsschiene diese drehbaren Gleiter gerade zu stellen, also so zu stellen, damit man diesen Behang herausziehen kann. Das zeige ich Ihnen dann auch gleich, wie das hier bei unserem Rollladen geht. Wenn das gerade steht, dann muss man nur noch die Stahlbandaufhänger von der Welle trennen und dann kann man die Stahlbandaufhänger auch komplett von dem Rollladen entfernen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Aber wenn das gemacht ist, dann kann man den Rollladenbehang eigentlich direkt schon aus den Führungsschienen, aus dem Kasten herausziehen. Für den Fall, dass Sie einen Rollladenmotor eingebaut haben und dieser nicht mehr funktioniert und das genau dann, wenn der Rollladenbehang komplett aufgewickelt ist, dann ist das immer besonders ärgerlich, weil jetzt muss man den Rollladenbehang irgendwie von der Welle runterbekommen, ohne dass man mit einer Säge hingeht und das Ganze hier in der Mitte zerteilt. Und dafür ist es auch wichtig, dass man diese drehbaren Endleistengleiter wieder gerade stellt. Und dann muss man den Rollladenbehang komplett falsch rum von der Welle herabwickeln, damit man an die Verbindungen, an die Stahlbandaufhänger an der Welle kommt, um den Rollladenbehang zu entfernen. Ich mache das bei diesem kleinen Element mal vor, das ist relativ einfach. Da nehmen wir einfach die Endleiste, drücken sie in den Kasten rein und wickeln die über den Ballen von dem Rollladen einfach drüber. Das Ganze wiederholen wir 2-3 Mal. Und jetzt können wir hier an die Stahlbandaufhänger hinkommen und den Rollladenbehang von der Welle trennen. Bei einem Vorbauladen ist diese Methode, den Rollladenbehang zu entfernen, wenn der Motor kaputt ist, natürlich relativ einfach im Vergleich zu den anderen Rollladenarten. Wenn man einen Einbaurollladen oder einen Fertigkastenrollladen hat, dann ist der Platz relativ klein. Man hat nicht hier die große Revisionsblende an diesen anderen Rollladenarten. Und dann macht so ein Abrolllager bei Rohrmotoren schon sehr viel Sinn. Das sind Lager, bei der die Jaroliftmotoren eingebaut werden können. Und sollte der Motor kaputt sein, dann kann man diesen Splint entfernen und dann lässt sich dieser Motor drehen. Das ist dann für, wenn der Motor kaputt ist, eine gute Alternative. Man muss dann allerdings das Stromkabel von diesem Motor natürlich kaputt machen bzw. halt durchschneiden, damit man den Rollladen abwickeln kann. Aber dann spart man sich dieses falschrum Herabwickeln von dem Rollladen. Und anschließend können wir jetzt die Demontage von diesem Rollladen beenden, indem wir ihn ein bisschen hochheben, entlasten und an den Stahlbandaufhängern entfernen. Und jetzt sind wir mit dem Ausbau fertig. Dieser Rollladenbehang, der hat zwischen den einzelnen Lamellen auch Lüftungsschlitze. Man muss allerdings beachten, das ist natürlich dann interessant, wenn man sich einen neuen Rollladenbehang kauft, dass die ersten 5 bis 10 Lamellen keine Lüftungsschlitze haben, weil dort auch die meiste Kraft notwendig ist, die die aushalten müssen. Man sieht also dann hier ganz gut, dass die ersten 5, 6, 7 Lamellen keine Lüftungsschlitze haben, aber dann unten die anderen Lamellen alle zwischen den Lamellen so Lüftungsschlitze besitzen. Um diesen Rollladen jetzt für den Einbau wieder vorzubereiten, wickeln wir den am besten auf. Dazu beginnen wir mit der obersten Lamelle
Und wir wickeln das so auf, dass die erste Lamelle, die wir dann hier in diesen Rollladen einführen können, die Endleiste hier unten ist. So, der Rollladenbehang, in dem Fall ohne den Stahlbahnaufhängern, ist jetzt komplett aufgewickelt. Die erste Lamelle hier ist die Endleiste. Wir achten wieder darauf, dass die Drehbahnen, Endleisten, Gleiter gerade stehen, dass sie in die Führungsschiene auch reingeführt werden können. Und wir nehmen jetzt die Endleiste und führen sie über die Welle drüber und dann nach unten in die Führungsschiene rein. Und wenn wir das haben, so wie hier, dann können wir jetzt einfach den Rollladenbehang langsam in die Führungsschiene nach unten gleiten lassen und den Rollladenbehang immer weiter abwickeln. Als letzten Punkt können wir jetzt noch die Stahlbahnaufhänger befestigen. Die haben wir vorhin abgemacht. Die können jetzt einfach seitlich auf den Rollladen draufgeschoben werden. Dazu ziehen wir den wieder ein Stück hier hinaus und schieben diese Stahlbahnaufhänger seitlich drauf. Und jetzt können wir die Stahlbahnaufhänger mit der Welle verbinden oder hier mit den Einhängeklammern, einfach mit einer leichten Drehbewegung. Wenn man jetzt noch kontrolliert hat, dass alles gerade ist und dass der Rollladen hier gut fahren kann, dann kann man den Rollladenkasten, hier die Revisionsblende, jetzt wieder zumachen und der Austausch von diesem Rollladenbehang ist damit beendet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.